Was geht? Willkommen zu diesem wunderschönen Video. Wir haben heute mal eine Fortsetzung von einem Video, was wir schon mal gedreht haben. Allerdings heute ein bisschen anders, denn hier sind zwei Kameras, maximal verwirrend. Wir haben heute noch einen zweiten Hund dabei. Flash! Und zwar sind das Flash und Akani und wir haben wieder einen Teller vorbereitet mit verschiedenen Sachen. Diesmal mit ein paar anderen Dingen, Kiwis mittlerweile mit dabei, Zitrone und sowas. Alles Dinge, Gemüse, die Hunde essen und wir wissen nicht, also gefühlt Akani frisst alles. Bei Flash ist es ein bisschen anders, ich habe keine Ahnung, was er so isst und ich... Mann, das Konzept des Videos denkbar einfach, es ist einfach nur übersüß, wenn Hunde irgendwas essen. Und da wir hier zwei sehr süße Racker am Start haben, ist das ganz cute und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, den beiden zu füttern. Flash ist aber ein sehr sturer Hund, Flash ist ein Shiba Inu. Könnt ihr auch gerne mal auf Instagram rauschecken, aber der hat die ganze Zeit ganz andere Dinge im Kopf eigentlich, als dass man so was man will. Also es ist ein Wunder, wenn er sich hinsetzt, wenn man sagt, Flash, sitz! Ja, ich habe ihn halt gut erzogen, na klar, natürlich. Ich würde sagen, wir fangen an mit Wassermelone. Das hat er kein letztes Mal geliebt. Und ich glaube, Flash mag das auch. Guck mal hier, wie gierig sie beide sind, siehst du das? Okay, schau mal hier. Nein, Flash, sitz! Nein, Flash! Oh, ist das süß, Alter, what the f***? Die Feinis. Akani ist das Ding, ist halt, Akani ist wirklich richtig, richtig eifersüchtig. Also wenn ich jetzt die ganze Flash noch streicheln würde, fängt er irgendwann noch an zu schnappen. Deshalb muss man da ein bisschen aufpassen. Das ist einfach so in seiner Rasse bedingt. Die beiden verstehen sich eigentlich über gut, aber sobald es ums Essen geht, Terror, Terror pur. Okay, Wassermelone ging schon mal klar. Kiwi könnte interessant sein, würde ich sagen. Diesmal bist du zuerst dran. Schau mal hier. Na. Junge, Akani, du bist so ein Flash. Er denkt sich, Mach mal jetzt Flash. Okay, das mag er nicht so. Ich glaube, Akani frisst das halt einfach, weil damit es halt kein anderer bekommt. Kann das sein so? Okay, Banane aber, oder? Banane magst du. Ja, du musst doch nehmen, Bro. Ah ja, schau mal hier. Ich glaube, Akani macht sich wirklich... Es ist so süß. Der hat sie nicht gegessen. Flash hat die nicht gegessen. Echt nicht? Nee, guck dir. Ja, Flash spielt gerade die ganze Zeit damit rum, ne? Er mag's, aber irgendwie will er es nicht kauen. Ich glaube, die Konsistenz. Ah, jetzt. Das ist so ein krasser Unterschied. Flash ist so übertrieben schnell, was das, langsam, was das angeht. Und genießt das richtig. Ja, Kani frisst das einfach richtig rein. Das ist so ein bisschen wie, als wir mit Trimax bei Nusret waren, der einfach 1,5 Kilo Fleisch ist und dann einfach unverdaute Fleischstücke auskotzt, weil er einfach ein Gierlappen ist. Und Flash ist so ein richtiger Genießer. Guck mal, wie er das sich hier reingönnt. So ganz langsam. Er hat natürlich alles vorher doppelt und dreifach abgecheckt, was Hunde essen können. Es gibt ja auch bei den Rassenunterschieden, aber das ist alles soweit safe, also ihr müsst euch keinen Kopf machen. Wenn Flash dann auch irgendwann fertig ist, können wir eigentlich weitermachen. War das lecker? Okay, ich würde sagen, wir machen weiter. Komm mal her, du. Eine Gurke. Gurke ist interesting, glaube ich. Oh, die mag Akani zum Beispiel nicht, guck mal, oder? Flash isst die Gurke, aber Akani nicht. Das ist crazy, wie Hunde einfach auch verschiedene Geschmäcker haben, oder? Weil man geht ja eigentlich davon aus, dass jeder Hund das gleiche mag, aber Flash zum Beispiel eben Kiwi gehasst. Und dafür liebt der Gurke und Akani hasst es einfach, der kann damit gar nichts anfangen. Alles klar, Tigi. Okay. Ey, diese Sounds sind so süß, ne? Dieses Mann. Also da kann man einfach mal sagen, das ist echt Traumjob hier gerade. Das ist sehr enjoyable Content. Guck mal, Feini. Ein Feini bist du. Mach mal Platz, Akani. Platz. Okay. So, was haben wir denn noch? Karotten weiß ich, dass Akani liebt. Ich glaube, die wird Flash auch lieben. Schau mal her. Also ich glaube, Karotten kenne ich keinen Hund, der die nicht mag. Karotten sind immer Favorite. Akani spielt aber meistens damit und frisst sie nicht komplett. Aber ich glaube hier, also man kann das halt noch nicht vergleichen, weil hier spielt dann so ein bisschen Futter halt rein. Wenn zwei Hunde halt was essen, dann ist es meistens so, dass der andere auch was isst. Das Ding ist einfach auch, dass die beiden sich halt schon kennen und dann macht das nochmal einen Unterschied. Weil ich glaube, wenn das jetzt ein fremder Hund wäre, würde Akani einfach auch, wenn ich auf den Boden essen würde, würde das der andere Hund safe auch essen. Nur weil Akani dann denkt, der muss das machen. Deshalb, ja, keine Ahnung. Würde ich eigentlich sagen, dass beide Hunde unterschiedlich intelligent sind? Ich habe das Gefühl, weil Flash hat ein deutlich größeres Gehirn, aber ich glaube, der ist genauso dumm wie Akani. Der hat einfach noch mehr Sturheit als Akani, ne? Okay, also eigentlich mehr Intelligenz bringt bei einem Hund gar nichts, weil der einfach nur noch sturer ist. Aber man muss sagen, Akani wird deutlich besser als Flash. Ja, ja, weil Akani auch einfach nicht so ein großes Gehirn hat. Weniger Sturheit. Na klar. Was haben wir noch? Boah, Zitrone wird interessant. Mach mal Sitz. Oder warte mal, sollen wir die beiden mal was trinken lassen? Kann man das her? Wir haben nämlich vor eine Flasche Sprudelwasser, weil das ist immer ziemlich, ziemlich witzig, wie Hunde darauf reagieren. Ich muss mal gucken, ob sie jetzt beide was trinken, aber ich glaube schon, Durst werden die jetzt beide haben. Spätestens nach der Zitrone. Okay, ich bin mal gespannt, ob sie hier was trinken werden. Komm her, Akani. Warte, Akani muss man manchmal davor setzen. Trink mal was, Akani. Akani. Trink mal was. Ich glaube, die haben Angst davor. Das hat sich so komisch angehört. Ja, vielleicht. Komm mal her. Akani, trink mal was. Akani, trink mal was. Akani, trink mal was. Okay, dann kriegt ihr Zitrone, mir doch egal. Okay, Zitrone, das wird sehr interessant.
Ist schon ziemlich sauer. Okay. Zum Abbeißen. Hier, guck mal, wie beide darauf reagieren. Da, direkt liegen lassen. Das hassen sie einfach beide? Wer kann nicht einfach Flash angucken, obwohl er ein eigenes Stück hat? Guck mal, vielleicht lecken sie den Saft auf. Guck mal her. Alter, seid ihr dumm? Guck mal. Guck mal, Kani! Hast du das gerade gesehen? Wie sein Mund so. Okay, also Sprudelwasser und Zitrone ist schon mal ein K.O. Alright. Apfel? Mag Akani auf jeden Fall. Flash? Lässt sich immer ganz schön Zeit, ne? Ja, Flash ist wirklich so richtig vorsichtig, was das angeht. Akani wäre so ein Hund, der in der Wildbahn irgendeine dumme Beere isst, einfach ein instant verreckt. Und Flash würde erstmal so ein bisschen essen, dann gucken, wie das wirkt und dann weiter essen. Aber Akani zum Beispiel frisst sich das einfach rein. Der ist einfach so derjenige, der das einfach testet in der Gruppe. Guck mal, Flash beißt das richtig ab, Alter. Wenn, bei Gott, wenn der Hände hätte, der würde mit Messer und Gabel essen, der Hund. Okay, was haben wir noch? Kohlrabi. Sehr, sehr geil. Allerdings kann man nicht zu viel geben, weil Hunde davon echt furzen müssen. Das ist wie bei uns Menschen. Kannst du vielleicht den Amazon Raffling von Kohlrabi reinmachen? Wir haben keinen Amazon Raffling von was? Nicht? Genau. Ja. Hier, Kohlrabi, schau mal. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht, weil ich glaube, es mag Akani. Kann man hier Flash? Oh, er mag es auch nicht. Akani, essen. Hey, seid ihr dumm, Kohlrabi ist überlecker, what the f***. Hey, dann hallo? Hä? Wir haben noch was Exotisches. Bro, das ist ein Amazon Raffling, was ist das? Tausendfüßler oder so. Iiii! Flash, mach den weg. Iiii! Oh nein, Flash, bitte isst ihn jetzt nicht. Flash, nein. Der soll schon abhauen. Flash! Er hat ihn wirklich gegessen. Hat er echt? Ja. Und nein, mein Hund frisst gerade dafür die Kohlrabi, immerhin. Ja. Okay, Mango ist wirklich Traum für Hunde. Mango ist übergesund und ist richtig, richtig lecker süß. Ist ein richtiger Traum für Hunde. Lieben sie. Also ich weiß auf jeden Fall, dass Akani es liebt. Ich wundere mich gerade, dass er die Kohlrabi isst, aber auch nicht so wirklich. Er hat sie nur zerkaut. Okay, gar nicht gegessen. Mach mal Sitz. Guck mal hier, Akani liebt Mango und Flash wird die auch lieben. Flash? Flash Schwanz ist auch mittlerweile unten. Also Motivation ist nicht mehr da. Gut, Akani hat sie jetzt gegessen an der Stelle. Ja, interessant. Noch einmal Zitrone. Seinen Mund dabei, diesen. Ja, alright. Wir haben ja hier noch was. Ach ja, genau. Wollt ihr Schokolade essen? Ui. Hm? Also ich glaube, eine halbe Tafel darf man ergeben, weil das ist ja Milchschokolade, die ist nicht so schlimm. Zartbitter ist besser für Hunde, oder? Die Nüsse sind, die machen es halt wieder. Die Nüsse machen es halt, ne? Ja, gut, dann kommen. Hm? Meinst vielleicht du, Akani wird die essen? Natürlich wird er die essen. Der hat schon mal einen Schokobrownie gegessen. Wir mussten seinen Magen auskotzen lassen. Das ist doch cool eigentlich. Ja. Was denn? Wie das machen? Warum soll ich das machen? Nein, auf gar keinen Fall. Leute, das war's von diesem wunderschönen Video. Kleines Experiment. Was essen Hunde gerne? Scheinbar ist Kohlrabi und Zitrone ein absolutes K.O. Digga, Akani, kannst du dich jetzt mal entscheiden? Guck mal, das ist doch nicht sein Ernst. Was? Er geht immer wieder hin, kaut kurz dran, er frisst die doch. Bei Gott, wenn du heute Durchfall bekommst, Akani. Ich nehm dir mal das hier weg. Naja, immerhin etwas. Alright, Leute. Das war's für dieses wunderschöne Video. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare. Vielleicht habt ihr irgendwie so ein geiles Rezept für Hundekuchen oder sowas. Dann machen wir das die zweimal. Die werden sich jetzt demnächst auch öfters sehen, weil vielleicht ist jetzt ein neuer Bürohund hier. Und das war's für dieses wunderschöne Video. Wir sehen uns heute Abend im Stream. Peace out. Ciao.